Achso, und ganz vergessen, hallo YouTube. Euch geht natürlich auch ein Hallo. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir machen heute Main Quest weiter. Hätte ich jetzt fast vergessen. So, Main Quest. Sterbliche, warum tragt ihr das Mal des großen Auges? Sterbliche, ihr lauft umher, besessen von euren belanglosen Angelegenheiten. Und dann sterbt ihr. Doch ihr tragt das Mal von Hermeus Mora. Seid ihr gekommen, um mich bei meiner Aufgabe zu ersetzen? Das würde ja wieder einmal passen. Wartet. Wurdet ihr entsandt, um mir gegen diese Kultisten zu helfen, bevor ihr sterbt? Ja. Vielleicht erzählt mir von diesen Kultisten. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich bin selbst gerade erst eingetroffen. Dieser Sterbliche diente dem großen Auge. Doch er starb, bevor er mir etwas über die anderen bäderischen Kultisten erzählen konnte, die sich hier herumtreiben. Sie erzeugen einen unerträglichen Widerspruch in der Wirklichkeit. Das lässt meine Tentakel schmerzen. Ein Widerspruch in der Wirklichkeit? Etwas hier untergräbt ein Schicksal, das von Hermeus Mora verzeichnet wurde. Wahrscheinlich versuchen törichte Sterbliche etwas zu ändern, was bereits geschrieben wurde. Um dies zu berichtigen, könnte ich Hilfe brauchen. Es ist weithin bekannt, dass Sterbliche Gold mögen. Helft mir und ich gebe euch welches. Alles klar, ich helfe dir. Wo fangen wir denn an? Ich würde mich lieber zurücklehnen und warten, bis die Entropie uns alle holt. Doch wir müssen wohl etwas tun. Untersuchen wir die Siedlung. Sehen wir nach, ob jemand überlebt hat und versuchen wir herauszufinden, was die Kultisten hier wollen. Oh, und trotz meiner Größe bin ich recht gut im Kampf. Ihr werdet schon sehen. Alles klar. Wer Tentakeln hat, kann selbstverständlich gut kämpfen. Mein Squashy kann das ewig auch. Wo müssen wir denn hin? Nein. Dann gucken wir mal, was hier so... Huch! So, hier ist was. Nein, bleib zurück. Ich muss aufwachen. Ich muss. Ich tu dir nichts. Seid ihr echt? Ja. Nicht noch einer dieser schrecklichen Träume? Nein, nein. Und ihr seht nicht verstört aus. Hört ihr denn nicht das schreckliche Flüstern? Was für ein Flüstern? Das ist alles dem sechsten Haus sehr, sehr ähnlich. Das, was damals, also das, was später auf Morrowind passieren wird. Das ist dem sechsten Haus alles sehr, sehr ähnlich. Sag mir, was hier geschehen ist. Es begann, als eine Fremde in die Siedlung kam. Eine Telvanni-Meisterin. Sie bot an, die alte Glasitmine zu kaufen. Mir kam das Angebot zu gut vor, um wahr zu sein. Die Mine ist schon seit Jahren geschlossen. Doch sie bot eine Truhe voller Gold und die Dorfältesten nahmen sie an. Meisterin Shelreni Baro? Ja, natürlich. Wer denn auch sonst? Kennt ihr sie? Ja. Meisterin Shelreni blieb nicht lange, doch sie entsandte einen Aufseher, der umgehend damit begann, Arbeiter anzuheuern. Meisterin Shelreni sagte, sie wolle die Mine schnellstmöglich wieder öffnen. Und was ist dann geschehen? Alle im Dorf bekamen Arbeit in der Mine. Dann kamen die anderen. Steinmetze und noch mehr Arbeiter, dachten wir. Dann begannen die Träume. Albträume. Plackereien der Finsternis. Schuften, um Malachit und Stein für einen Torbogen und eine Statue zu schlagen. Welcher Torbogen und welche Statue? Im Traum errichteten sie einen Torbogen in der Mine, während wir Glas und Stein abbauten. Mit allem, was nicht für den Torbogen verwendet wurde, wurde eine Statue wiederhergestellt. Mhm. Zumindest sagte dies der Aufseher. Mhm. Wir wachten jeden Morgen ausgelaugt und mit blutigen Händen auf. Und wo sind alle hin? Ich weiß es nicht. Doch hört her, der Aufseher und seine Arbeiter, sie sind Daedra-Anbeter. Sie haben die Dorfbewohner eingesammelt und weggebracht. Ich versteckte mich. Ja. Seht im Gasthaus zum grünen Glasit nach. Aha. Die Kultisten haben es übernommen. Und jetzt muss ich hier bitte raus. Alles klar, bye bye. Albträume. Das klingt durchaus nach Fürstin Vermina.
Wir sollten dieses Gasthaus zum grünen Glasit untersuchen. Das machen wir. Ich hab riesen Tentakel hergeholt. Geil. Nice. Die Truhe ist doch gerade eben erst gespawnt. War doch... Ich hab den Deckel doch eben noch zugehen sehen. Die ist doch eben erst aufgetaucht. Das ist ja wild. Interessant. Hab ich auch noch nicht gesehen. Und ich spiele schon sehr lange ESO. Mein Buch. Das hat mein Buch kaputt geboxt. Ich. Wie enttäuschend. Ein weiterer Name, der mehr verspricht, als er hält. Ach nun, wir können uns ebenso gut umsehen. Umsehen? Ach ja, was ist denn hier los? Also lustloser habe ich sie noch nicht, habe ich hier noch keinen NPC sprechen hören. Meisterin Shireni. Unser Werkchen Alavelis ist beinahe getan. Die verborgene Sippe hat unsere Befehle genau befolgt. Das Tor wird gemäß Anweisung bereitstehen und der Stein, um den ihr zum Wiederaufbau der heiligen Statue gebeten habt, ist nun unterwegs zu dem von euch beschriebenen Ort. Bald schon wird der Schrein des Fürsten wieder in seiner alten Pracht erstrahlen. Der Dremora Torvesat ist nun hier. Er möchte, dass wir uns darauf vorbereiten, den Vorstoß nach Apokrypha zu begleiten. Er sagt, dass er schon bald wissen wird, wohin genau wir gehen müssen, um die Tür zu finden, die er in seinem Traum sah. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen unabhängigen Daedra vertraue, aber unsere Fürsten befahlen uns, ihm zu gehorchen. Für den Ruhm des Traumwebers und des Fürsten der Pestilenz, Sippenrektor Nileth. Alles klar. Meisterin Shireni, kennt ihr diese Sterbliche? Yep. Ich hätte wissen müssen, dass Shireni in die Ereignisse hier verstrickt ist. Ich hab schon ganz vergessen, dass wir einen Seelenstein eingesammelt haben, der mit uns redet. Toll. Wo kommst du denn her? Was? Nein, ich will mich nicht hinsetzen, ich will den looten. Vogtrühl. Ich habe eine Glasitmine im Dorf Alavelis gekauft. Unsere Verbündeten der verborgenen Sippe werden dort mittels der mystischen Eigenschaften von Malachiterz, der von den Fürsten Perite und Vermina zur Verfügung gestellten Legierungen und der von mir eigens gefertigten Zauber einen Torbogen errichten. Was ein langer Satz. So haben wir das Portal, das wir brauchen, um Apokrypha zu betreten, ohne die Aufmerksamkeit von Hermeus Mora auf uns zu ziehen. Bringt eure Traumschnitzer nach Alavelis und wartet auf Torvesats Signal. Schreitet nicht zu früh zur Tat. Wir müssen das Relikt und den Ritus sichern, bevor wir nach der Tür zu Torvesats Traum suchen. Ansonsten wird der Fürst des Schicksals seine Gefahr spüren. Kümmert euch nach eigenen Ermessen um etwaige Probleme in Alavelis. Meisterin Shireni Baro. Alles klar. Die Traumschnitzer planen, Apokrypha anzugreifen? Yep.
Das muss die Störung des Schicksals sein, die mich hierher geführt hat. Ich ging davon aus, dass sich das als sinnlose Wahnvorstellung der Sterblichen herausstellen würde. Ein kleiner Widerspruch, der sich leicht lösen lässt. Doch ein Tor ins Reich des Vergessens und dädrische Schreine und Pläne, in Apokrypha einzudringen. Oh je, das könnte länger dauern, als ich dachte. Was haltet ihr von den beiden Briefen, die wir hier gefunden haben? Der Kult nutzte die Mine eindeutig, um eine Art Portal nach Apokrypha zu errichten, zum alleinigen Zweck in die Ebene meines Meisters einzudringen. Sie haben auch Stein geschickt, um einen dädrischen Schrein in Stand zu setzen, der sehr wahrscheinlich Perhite oder Vermina geweiht ist. Doch wer ist Meisterin Shireni? Ich habe Meisterin Shireni in Terendis getroffen. Sie hat eines von Hermeus Moras Schwarzbüchern. Schwarzbücher öffnen Türen nach Apokrypha. Warum brauchen sie dann ein Tor? Doch Telvanni-Meister sind mächtig. Das macht sie gefährlich und wichtig für die verborgene Sippe. Aber warum sich all diese Mühe machen? Es ist unmöglich, dem Blick meines Meisters zu entgehen. Im Brief wurden ein Relikt und ein Ritus erwähnt, die benötigt werden, um eine Tür zu finden. Fäulniskrone schnappte sich das Relikt in Necrum. Fäulniskrone klingt unangenehm, aber Türen in Apokrypha führen zu Geheimnissen. Etwas, was dieser Torvesaat in einem Traum gesehen hat, zeigt Vermina deshalb Interesse. Wir sollten wohl als nächstes die Mine untersuchen. Ich hoffe, dass ich nicht zerhackt werde. Wiederherstellungen sind so beschwerlich. Okay, alles klar, wir gehen zur Mine. Die meiste Zeit sind die Forschungen, die ich betreibe, nutzlos. Doch meine Untersuchung dieses Gebiets deutete darauf hin, dass die Mine unter dem Dorf verläuft. Der Eingang liegt im Osten. Warum tragt ihr das Mal meines Meisters, Sterbliche? Ihr scheint nicht zu seinen Anhängern zu gehören. Ich bin mit dem Typen in Handel eingegangen, um Apokrypha und Nirn zu retten. Das ist Standardprozedere, weiß schon. Natürlich tut er das. Sterbliche bekommen immer besondere Titel. Doch wer muss am Ende die ganze Arbeit machen? Meist bin ich das. Nun, wenn wir beide hier sind, das können ist wir anstrengend. Zusammenarbeiten. Was kann denn schon Schlimmes geschehen? Denkt nicht darüber nach. Ich weiß es schon. Habt ihr irgendeine Ahnung, wer dieser Tovesaat ist? Ich habe noch nie von ihm gehört. Dem Brief zufolge, den wir fanden, ist er ein ungebundener Dremora, der mit Vermina und Perhite zusammenarbeitet und mit Meisterin Shireni auch. Es ist äußerst ungewöhnlich, dass ein Dremora weder einem Clan noch einem Fürsten die Treue geschworen hat. Diese Erwähnung eines Traums. Was ist mit Torvesat? Torvesats Traum. Noch ein Widerspruch in einer Flut von Diskrepanzen. Dädra träumen üblicherweise nicht. Zumindest nicht wie Sterbliche. Nicht einmal die Dremora, die sich sonst uns anderen für überlegen halten. Ich muss mehr über diesen Torvesat herausfinden, wenn ich nach Apokrypha zurückkehre. Alles klar, dann mach das mal. Hier jetzt noch? Blut. Blut? Ist das eine Dings, die mein Main noch nicht kennt? Das ist gut. Das ist sehr gut. War schneller tot, als er aufgestanden. Nee, gar nicht. Der stand ja gerade. Never mind. Okay, dann müssen wir jetzt hier lang. Zack, zack, zack. Renn. Wusch, wusch, wusch. Hier ist eins tot Spinni. Und hier ist eins Mine. Kein Tor oben hier.
Ach, wirklich? Prügeln wir mal Menschen. Deine Tentakel bringt mir da hinten nichts. Wollt's nur sagen. Kammer des Tors. Und wo ist der Hammer? Er ist nicht aktiv, doch ich spüre noch verfliegende Energien von Apokrypha in der Luft. Er muss sich erst vor kurzem geschlossen haben. Seht euch um. Wir brauchen Informationen, bevor ich versuche, das Tor zu aktivieren. Ich muss zugeben, das war sehr schlechter Witz. Naja, ich bin halt noch nicht ausgeskillt, ne? Ich bin gerade mal Stufe 20 und deswegen habe ich nur Dings. Und ich spiele mit einem Stab, also mit Magika. Also ja, wenn du so willst. Handwerkszeug. Zeug. Widersprüche kleben an den Werkzeugen wie leeren Zecken an den Tentakeln eines Beobachters. Ignoriert sie, wir müssen uns um das Tor kümmern. Hier sind tote Menschies. Befolgt diese Anweisungen aufs Wort. Jegliche Freiheit, die ihr euch nehmt, wird unvorhergesehene und vermutlich katastrophale Folgen haben. Heulendes Krones Gebräu wurde in den Stein eingearbeitet. Ebenso wie die Traumessenzen. Was? Traumessenzen. Leck mich. Was ein Scheißwort. So, nochmal. Feunes Krones Gebräu wurde in den Stein eingearbeitet. Ebenso wie Traumessenzen, die Vermina uns gab. Torvesat versorgte uns mit den Koordinaten und ich habe den Zauber entwickelt, der all dies kombiniert. Das Tor ist bereit. Sobald der Schlüsselstein platziert wird, das Tor platziert wird. Punkt. Aktiviert es erst, wenn Torvesat den Befehl gibt. Mit jedem Öffnen des Tores wird es wahrscheinlicher, dass Herr Meus Mora das Eindringen bemerkt. Die Anrufung, mit der ihr Apokrypha erreicht, lautet wie folgt. Beim 7. Umbra und den trostlosen Sprachen bitte ich um die Öffnung. Schrein des Kephaliarchen. Meisterin Sherini. Alles klar. Anrufung, die wir brauchen, um das Tor zu aktivieren. Eine obskure Anrufung. Wo hat Sherini sie nur ausgegraben? Wir haben wohl keine Wahl. Wir müssen das Tor aktivieren und den Feinden von Hermeus Mora nach Apokrypha folgen. Solche Heldentaten sind meist nicht Teil meiner Pflichten. Doch so ist es eben. Ich werde das Portal öffnen und dann betreten wir es. Ihr wollt, dass ich euch noch Apokrypha begleite? Da? Warum willst du, dass ich mitkomme, yo? Habe ich die falschen Worte gewählt, Sterbliche? Meine Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Um herauszufinden, was die verborgene Sippe in der Ebene meines Meisters sucht, muss ich ihr folgen. Und da ihr eingewilligt habt, mir zu helfen, müsst ihr mir folgen. Mhm. Mir gefällt das noch weniger als euch. Das könnt ihr mir glauben. Und was wird mich in Apokrypha erwarten? Apokrypha kann für Sterbliche überwältigend sein. Ihr mögt Macht oder Verzweiflung, Wissen oder Wahn finden. Doch ihr tragt das Mal von Hermeus Mora. Ich glaube, euch ist es bestimmt, dorthin zu gehen. Und verdammt noch eins, ich glaube, mir ist es bestimmt, euch zu begleiten. Ich hab's auch noch nicht so ganz verstanden, Torti, aber ich glaube schon. Wohl an denn aktiviert das Tor. Seid bereit, Sterbliche.
Klingt dann in der Zeit mal. Wie lautete die Anrufung? Ach ja. Beim siebten Umbra und den trostlosen Sprachen bitte ich um die Öffnung scheinbar.